Hallo und herzlich willkommen hier auf Flurelda.de. In diesem Physikvideo kümmern wir uns das Addieren und das Zerlegen mit grafischen Hilfsmitteln von Vektoren. Ich habe hier drüben ein Beispiel aufgemalt. H1 und H2 stehen für Hund 1 und Hund 2 und S für Schlitten. Wir haben also hier eine Wintersituation, wie sie keiner von uns wahrscheinlich kennt. Zwei Hunde, die ziehen einen Schlitten. Die Frage ist nun, in welche Richtung bewegt sich eigentlich dieser Schlitten? Nun, wir gehen mal davon aus, dass Hund 1 und Hund 2 genau identisch stark sind und identisch stark in ihre Richtung ziehen. Ihr seht, die Hunde sind sich nicht einig, sondern die ziehen da an dieser Leine, geradewegs hier in diese Richtung und in diese Richtung. Sie ziehen also in verschiedene Richtungen. Nun, wenn beide mit gleicher Kraft an diesem Schlitten ziehen, dann zeichnen wir dafür natürlich einen genau gleich langen Vektor, also einen Pfeil. Die Länge hat überhaupt nichts damit zu tun, ob die Leine, an denen die Hunde ziehen, länger oder kürzer ist. Wie in unserem Beispiel diese Leine natürlich länger als diese, aber die Vektoren, die Pfeillänge der Vektoren, also der Betrag, wie stark die beiden dran ziehen, sind genau gleich. Also diese beiden roten Pfeile. Nun wollen wir aber wissen, wie groß ist die Kraft, die beide gemeinsam auf diesen Schlitten ausüben und in welche Richtung zeigt sie. Und dann müssen wir die Vektoren grafisch addieren. Grafisch addieren heißt, wir müssen den einen Vektor an den anderen Vektor dran setzen. Wir verschieben ihn mit Hilfe dieses Geodreiecks nun einfach parallel zu seiner Ursprungsposition hier hoch. Wir nehmen den also, gucken, dass wir den parallel dazu zeichnen, setzen ihn an der Pfeilspitze an. Wir wissen ja, wie lang er ist. Und können ihn einfach hinzeichnen. Das heißt, unser roter Vektor von hier, den habe ich jetzt hier hoch verschoben und er wurde blau. Nun, ich habe ihn einfach nur verschoben und jetzt wissen wir, wenn ich jetzt den Anfang des ersten Pfeils mit dem Ende des zweiten verschobenen Pfeils verbinde, dass ich dann die resultierende Kraft, mit der die beiden Hunde an diesem Schlitten ziehen. Man könnte jetzt noch abmessen mit dem Geodreieck, wenn man dies beides sind gleich lang, man wusste, wie stark die gezogen haben, dann kann man jetzt von dieser Länge auch zurückrechnen, wie stark die resultierende Kraft ist, weil das ist nicht genau, wäre hier 300 Newton gezogen worden, dann ist das nicht automatisch 600 Newton, sondern deutlich weniger, weil die Hunde gegeneinander noch ein bisschen ziehen, dann müsste das einfach abmessen und umskalieren. Das hier wäre also der resultierende Kraftvektor. Und ihr seht, obwohl die Hunde in zwei komplett verschiedene Richtungen ziehen, würde sich der Hundeschlitten eigentlich nach vorne bewegen, so wie man das sich wünscht. Ein zweites Problem, das wahrscheinlich den meisten eher bekannt ist, wir haben Person 1 und Person 2. Zwei Leute tragen etwas, ich nenne es Kiste. Was da drin ist in dieser Kiste, könnt ihr euch überlegen. Diese Kiste, Person 2 und Person 1, seht ihr schon, haben unterschiedliche Größen. Daher sind die Richtungen, in denen die Kräfte wirken, wie sie diese Kiste tragen, unterschiedlich. Die Richtung ist unterschiedlich. Wir wissen nur, die Kiste wiegt etwa 15 Kilogramm. Das heißt, die Kraft, mit der die Kiste zum Boden gezogen wird, die Gravitationskraft, wäre 150 Newton in etwa. Und jetzt ist die Frage, wie viel muss P1 oder wie viel muss P2 von dieser Kraft von 150 Newton aufbringen? Wir müssen also diesen Vektor jetzt zerlegen. Wir können ihn nur in diese beiden Richtungen zerlegen. Das wissen wir ja schon mal. Und was müssen diese beiden Kräfte zusammen ergeben? Naja, 150 Newton. Nach oben. Die Kiste soll ja nicht nach unten fallen. Wir müssen also tatsächlich einfach den Vektor nach unten abmessen. In dem Fall 15 Einheiten, 15 Einheiten nach oben. Dieser rote Vektor muss entstehen aus diesem und aus diesem. Also in diese Richtung gerichtete Kraft und aus dieser Richtung gerichtete Kraft. Nun, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt gucken, diesen Vektor parallel so lange zu verschieben, bis wir hier mit diesem Vektor wieder übereinstimmen. Jetzt kann ich diese Verbindungslinie hier zeichnen. Jetzt weiß ich, dass die Kraft von Person 2 natürlich in diese Richtung geht und genau diese Länge der Betrag dieser Kraft ist. Ich könnte also abmessen. Ich sehe hier, wir haben 12, das heißt mit 120 Newton zieht er in diese Richtung. Jetzt müssen wir diesen Weg hier noch abmessen. Das sind 8 Newton. Das heißt, ich kann jetzt auch hier unten hin übertragen.
und das wären dann 8 Einheiten, also 80 Newton. Ihr seht auch wieder, weil die in zwei unterschiedlichen Richtungen teilweise ziehen, 80, 120 macht 200 Newton. Insgesamt hier unten 150, das geht davon nur verloren, dass der eine in diese Richtung zieht, der andere in diese Richtung noch ein bisschen zieht und nicht beide nach oben ziehen. Und jetzt kommen wir zu einem klassischen Beispiel, das jedermann im Physikunterricht gesehen haben muss, die schiefe Ebene. Ihr kennt die schiefe Ebene. Es steht nun unsere Kiste von eben auf einer Ebene, die sei um 30 Grad geneigt zur Horizontalen. Und diese Kiste habe jetzt mal keine Reibung. Wir möchten wissen, mit welcher Kraft hier nach unten, also die Handabtriebskraft, gezogen wird. Mit welcher Kraft geht es hier runter? Man könnte damit F gleich M mal A die Beschleunigung ausrechnen, die dieser Klotz in diese Richtung nach unten erfährt. Was müssen wir machen? Naja, wir müssen auch diese Gewichtskraft wieder zerlegen, die immer noch 150 Newton sind. Wir sehen uns das Ding an. Hier haben wir klar gewusst, in welche Richtung die Kräfte gehen. Nun, uns interessiert in diesem Fall die Beschleunigung der Kraft. Die beschleunigte Kraft muss parallel sein zur Beschleunigungsrichtung. Dieser Klotz, aus Erfahrung wissen wir, fällt nach unten. Das heißt, und zwar genau parallel zu der Ebene. Er hebt da nicht ab oder sonst was, er kleidet da drauf. Das heißt, wir wissen, dass die eine Kraftrichtung auf jeden Fall parallel zu unserer schiefen Ebene ist. Jetzt haben wir eine Kraft. Naja, wo ist die zweite? Wir wollen, dass die zwei Kräfte, die wir jetzt einzeichnen, die Handabtriebskraft und die sogenannte Normalkraft, sich möglichst nicht behindern. Immer dann, wenn Kräfte im rechten Winkel zueinander stehen, ist dies der Fall. Dann haben sie keine Auswirkungen auf die andere. Nun, das heißt also, die zweite Richtung wähle ich geschickterweise, da ich sie jetzt vollkommen frei wählen kann, im rechten Winkel zur anderen. Die war parallel zur schiefen Ebene, dann ist diese hier sozusagen das senkrecht zur schiefen Ebene. Wir kennen also die beiden Richtungen. Jetzt müssen wir gleich vorgehen, wie gerade eben. Wir müssen diese zwei Kräfte einfach nur wieder eine davon parallel verschieben und kommen zur Lösung. Verschieben wir die Normalkraft. So, wieder von der Vektorspitze Verbindung gezogen und hier oben. Diesmal ein bisschen einfacher, wir müssen nicht mal verschieben richtig, sondern wir konnten einfach den rechten Winkel hier ausnutzen. Wenn ich das hier hin verschiebe, muss auch hier weiterhin ein rechter Winkel sein. Ich weiß sogar noch mehr über dieses Dreieck. Dieser Winkel, den finde ich auch hier wieder. Auch hier sind 30 Grad. Und unsere Hangabtriebskraft ist nun genau das hier oben. Ich kann das jetzt zum einen wieder abmessen, ich weiß auch 150 Newton, wieder 15 Einheiten auf dem Geodreieck, könnte ich jetzt nachmessen, würde hier rauskriegen, naja, so etwa zwischen 7 und 8. Wir können es aber auch nachrechnen mit der Trigonometrie. Ihr guckt euch das Dreieck an, ihr seht, das ist rechtwinklig. Rechtwinklig heißt, wir nehmen hier die Trigonometrie zur Hilfe. Ihr wisst, Sinus ist Gegenkathete durch Hypotenuse, Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Wir schauen uns das mal an. Der Winkel 30 Grad hier unten. Die hier oben wollen wir wissen, das wäre unsere Hangabtriebskraft, also FH. Das hier, das rote, wäre die Normalkraft, die uns auf die schiefe Ebene drückt, FN, Normalkraft. Aber uns interessiert ja FH in diesem Fall. Gucken wir uns an. Naja, das hier ist die Gegenkathete, sie liegt gegenüber vom Winkel. Gegenkathete, also somit Sinus. Wir wissen also, der Sinus von 30 Grad wäre Gegenkathete, also der Betrag von FH. Ich lasse den Vektorpfeil weg und meine damit den Betrag. Durch die Hypotenuse. Die Hypotenuse wäre FG. FG kennen wir schon, 150 Newton, aber ich schreibe mal den Betrag von FG hin, also ohne Vektorpfeil. Das heißt, Sinus von 30 Grad sollte man etwa auswendig wissen, ansonsten nehmt man den Taschenrechner, da kommt raus 1,5. FH kennen wir noch nicht, aber wir wissen, dass es hier 150 Newton sind. So, was müssen wir noch tun? Naja, die 150 Newton da eben dann rausbekommen, mal 150 und schon sind wir fertig. 150 mal 1,5 gibt 75. 75 wäre der Betrag der Hangabtriebskraft. Die Richtung kennen wir auch in 30 Grad hier runter. Wir wissen also alles über die Kraft, was wir wissen wollten. 75, ich habe gesagt, zwischen 7 und 8, ja, mal Faktor 10,
weil ich hier ja skaliert habe und habe also recht gut gemessen. Wenn ihr die Normalkraft berechnen wollt, müsst ihr halt Cosinus von 30 Grad einsetzen und das gleiche Spielchen nochmal durchrechnen. Gibt dann nicht eine ganz so schöne Zahl. Vielen Dank, dass ihr bei www.lyrelda.de reingeschaut habt. Besucht uns mal auf Facebook. Dankeschön.